Heute mache ich mal wieder einen Vlog. Und zwar möchte ich mit euch aus von ein paar Köpfel gehen. Fichteköpfel oder irgendwie so heißt es, keinen Plan. Ich blende es an dieser Stelle mal ein, wie es heißt. Und ja, bevor es losgeht, gönne ich mir jetzt einen Kaffee. Okay, Wasser leer, das heißt, wir müssen ein bisschen Wasser reinmachen. Meine Güte, weg da. Kennt ihr das, wenn ihr morgens einen Kaffee trinken wollt und dann ist irgendwie schon das Wasser leer? Das ist ein guter Anfang für den Tag. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Aber ich glaube, jetzt müsste es gehen. Ja Leute, das gestrige Video hat ja ziemlich polarisiert, muss man sagen. Einige haben schon geschrieben, ja nein, wieder vegan etc. Das Ding ist, es ist meine Entscheidung an der Stelle. Und ich kann das verstehen, dass das einigen Leuten total auf die Eier geht und sie sich verarscht fühlen. Aber für mich ist das entschieden und leider wird sich das nicht ändern. Tut mir wirklich leid, Leute. Ich werde jetzt abgeholt, das heißt schnell in die Schuhe rein und dann ab geht's. So, ich bin jetzt hier. Da hoch geht's übrigens ins Lamsenjoch, wo wir bei der Karwendeltour waren. Da werde ich generell nochmal hochgehen. Und hier hoch geht's jetzt da zum Hirschkopfhorst. Erster Abschnitt geschafft, wie man sehen kann. Schaut doch den mega geilen Ausblick an, ist Hammer. Und ja, jetzt geht's dann hoch zum Köpfel. So Leute, wir sind jetzt kurz vom Gipfelkreuz. Da oben kann man es übrigens schon sehen. Ich glaube allerdings, dass das letzte Stück noch ein bisschen happig wird. Der Gipfelkreuz erreicht. Man kann sagen, es war anstrengend, aber es hat sich gelohnt. Vor allem bei dem Ausblick, den ich euch jetzt zeige. So, jetzt geht's wieder bergab. Das Ding ist, hier sind jetzt definitiv Stellen, wo es nicht ohne ist, weil eben wie ihr vorhin gesehen habt, hat man ein Stück klettern müssen. Und dahinter ist auch ein Stück, das relativ steil ist. Also ich bin mega gespannt. Wir sind jetzt wieder ein Stück runter und sind jetzt wieder im Fomperjoch hier. Und ja, ich muss sagen, der schwere Abschnitt ist besser gegangen als gedacht. Und jetzt gehen wir runter und was extrem strange ist, hier oben sind so viele Schmetterlinge. Das Ding ist, ich habe es noch nicht hinbekommen, einen richtig schön zu filmen. Vielleicht geht's heute noch gut, dass ich einen schön filme. Ich muss sagen, es ist mega erstaunlich, wie viele Schmetterlinge hier sind. Echt mega nice. Jetzt sind wir schon fast wieder bei der Hütte. Eigentlich mega heftig, wie der Wind da die Bäume überall umgehaut hat. Ja, wir befinden uns jetzt an der Hütte. Jetzt ist der letzte Abschnitt, der ist dann ganz relaxed. Da ist eine Forststraße. Ich bin jetzt wieder drunten und ich muss sagen, es war eine richtig nice Tour. Das war's dann auch für den Vlog. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben hier, abonniert mich da oben, aktiviert die Glocke. Damit bin ich raus. Ciao.